Hallo zusammen, es ist Freitag. Freitag ist bekanntlich Rätseltag. Habt ihr denn schon euer kleines Rätselgeschenk des Tages ausgepackt, angeschaut, angefasst und womöglich dran rumgeknobelt? Wenn nicht, dann empfehle ich euch, das gleich im Anschluss an dieses Video zu tun. Mir ist jedenfalls zu Ohren gekommen, dass viele von euch an dem Rätsel Nummer 20 richtig am Verzweifeln sind. Da habe ich so viele Zuschriften bekommen, dass ich jetzt gedacht habe, ich möchte ja nicht für eure schlaflosen Nächte verantwortlich sein, also ziehe ich das Lösungsvideo zu diesem Rätsel einmal vor. Eingangs vielleicht noch der Hinweis, die Verteilung ist ja gesteckt, so heißt ja auch das Rätsel, und sie stammt auch nicht von mir, sie ist irgendwo aus dem kollektiven Skat-Gedächtnis entnommen. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo ich davon Wind bekommen habe. Auf jeden Fall eine ganz lustige und interessante Geschichte. Vorhand schaut also in dieses Riesenblatt. Es gab noch ein paar kleine Gegenreizungen, hier 18 aus Mittelhand, 23 aus Hinterhand, ist aber bei dem Blatt ja relativ egal, da nimmt der Spieler hier in Vorhand jedenfalls keine Rücksicht drauf, ist ans Spiel gekommen, hat logischerweise jetzt Kreuz König und Karo König gedrückt. Zur Spielansage gibt es jetzt die erste Entscheidung zu treffen. Klar ist der Pik hier das beste Spiel. Dieser Sechstrümpfer mit geschlossener Beikarte ist unverlierbar. Selbst wenn alle fünf Trümpfe dagegen ständen, gäbe es nur zwei Abgabestiche. Das Spiel wäre also sicher gewonnen. Dem Spieler hier in Vorhand, und ja, der steht ja stellvertretend für uns alle, ist es aber in dem Moment ein wenig zu dünn, hier den Pik anzusagen. Er möchte sich mit den Punkten nicht zufrieden geben und sagt selbstbewusst eben einen Grang an. Die erfahrenen Spieler sehen natürlich sofort die Drohung. Die Drohung ist, dass in diesen drei Abgabestichen auf Pik 60 Augen fallen können. 28 Augen in Pik selber plus Ass, Ass 10 gewimmelt, 32 Augen auf 60. Was lässt sich dagegen tun? Man kann es nicht wirklich kontrollieren, aber man kann versuchen, es den Gegnern so schwer wie möglich zu machen, und das bedeutet in erster Linie einmal, dass die Einschübe eliminiert werden und der Gegner dann durch Vorspiel der Dame zu einem Zwischenzug gezwungen wird. Und das sieht dann also so aus. Sagen wir mal einfach, wir bluffen die Gegner hier auch noch ein bisschen und starten nicht mit dem Alten, sondern mit dem Herzbuben etwa. Und wenn der Bluff gut geht, fangen wir vielleicht hier schon mal ein erstes Bild. Karo Bube ist damit rausgezogen, und jetzt spielen wir eben nicht direkt Pik, sondern erstmal Herz, damit wir nicht in Herz wieder eingespielt werden können. Auch da sagen wir mal, wir starten hier mit der Bluffkarte Herz König, und sagen wir auch einfach mal, es funktioniert sogar und wir kriegen hier sogar schon eine Wimmlung, vielleicht eine 10. In der Rätselpartie ist das nicht der Fall, aber das spielt letztlich dann auch keine Riesenrolle, nachdem wir also hiermit den Stich gemacht haben. Dann etwa Herz so fortsetzen, wird der Spieler in Mittelhand natürlich auch begreifen, dass er da nicht wimmeln sollte. Und jetzt ziehen wir hier mit dem Herz Ass den letzten, die letzte Herzkarte raus, die Herz Dame. So, und irgendwann müssen wir jetzt natürlich mit unserem Elend hier antreten. Wir könnten jetzt auch noch einen Buben-Zwischenzug machen, das ändert aber nicht so viel an der Sache. Irgendwann müssen wir Pik eröffnen, und wer Pik 8 spielt, ist natürlich sofort mausetot, dann wird mit der 9 rausgenommen und der Spieler kann direkt Ass und 10 hinterherziehen. Es ist also geboten, hier mit der Dame zu starten. Trotzdem wird es jetzt natürlich eine Schmierung geben. Der Stich wird rausgenommen, 25 Augen. Aber wir zwingen den Spieler jetzt eben einen Zwischenzug zu machen. Wenn er direkt Pik fortsetzt, dann steht ja der Pik König und es gibt nur zwei Stiche für die Gegner, kann er also nicht machen. Jetzt kommt Kreuz 7, und wir haben es ja an den Abwürfen eben schon gesehen, wie quer die Karte sitzt. Der Spieler hier hat fünfmal Kreuz abgeworfen, am Ende das Ass. Jetzt hat er hier nur noch Karos in der Hand, und das bedeutet natürlich, dass wir verlieren, wenn wir hier Pik abtragen, denn dann wird einfach das Karo Ass gewimmelt auf 36. Der Spieler hier ist noch am Stich, kann direkt die Pik 10 hinterherziehen. Pik 10 König, Karo 10, 60. Verloren, abwerfen bringt uns jetzt hier also nicht auf die Siegerstraße. Leider ist es allerdings so, dass bei dem nächsten naheliegenden Zug beim Stechen genau das Gleiche bei rauskommt. Jetzt wird natürlich hier eine kleine Karo abgeworfen, und dann müssen wir eben selber noch mit Pik Lusche König antreten, unabhängig davon, ob wir noch einen Zwischenzug Herz spielen. Der Spieler wird natürlich Pik 9 und 10 aufbewahren, und da geht Karo Ass 10 rein.
also 60 wiederum, und wir verlieren. Und ja, mit diesen hier offen liegenden Karten kann man aber dann vielleicht den Ausweg erkennen aufgrund des Ausschlussverfahrens. Wenn eben Bube nicht hilft und Pik nicht hilft, dann kommt es zu diesen kreativen Nebenweglösungen. Wir könnten natürlich auch mal die Herz 9 abschmeißen, kommt man schwer drauf, denn es ist ja eine Stehkarte, ein sicherer Stich. Potenziell geben wir jetzt hiermit noch einen vierten Stich ab. Trotz alledem ist das hier die einzige Karte, die uns auf die Siegerstraße bringt. Denn jetzt kann natürlich im ersten Moment noch mal das Karo Ass gewimmelt werden auf 36 Augen, aber jetzt haben wir den Spieler hier vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Und wichtig ist in der Situation natürlich, dass er hier wirklich die Karo 7 hat, nicht etwa die Karo 8 oder eine höhere Karte, denn dann könnte er jetzt hier noch einen Zwischenzug spielen, bei dem, wenn wir abwerfen und das hier eben die Karo 8 wäre, der Spieler in Hinterhand unterbieten könnte mit der 7, und danach käme dann Pik 10 König Wimmlung. Da es jetzt aber hier die Karo 7 ist, spielt die Engine die Karo 7 gar nicht, weil sie dann tatsächlich noch weniger Punkte macht, nämlich auch die Pik 10 verliert. Karo 7 würden wir jetzt natürlich abwerfen und danach den Pik König noch abwerfen, sondern es kommt direkt, ich meine, jetzt kommt hier die Pik Lusche an Deck gewackelt, es könnte aber auch direkt die Pik 10 kommen. Auf jeden Fall machen wir den Stich hier mit dem Pik König und gewinnen mit diesem Kniff das Spiel. Tatsächlich haben wir am Ende jetzt gar nicht auf einen Stich verzichtet, sondern haben einfach nur ein wenig getauscht und das Bild dadurch mehr erobert. Dann hoffe ich, dass ich eure Grübeleien damit beenden konnte, dass ihr die Verteilung, auch wenn sie hier ein wenig weit hergeholt ist, auch wenn sie natürlich am Tisch so sicher nicht vorkommt, trotzdem interessant fandet. Dieses Motiv 32er, 60er Drohung durch 32 plus 28, dazu Stichverzicht, auch wenn es hier dann am Ende gar nicht dazu gekommen ist, durch Abwurf einer Stehkarte. Insgesamt denke ich ein sehr interessantes Potpourri, und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Rätsel von heute. Macht es gut!